So, Aufnahmestart in 3, 2, 1 und los geht es. Hallöchen, meine Freunde, Nacht und herzlich willkommen, ja, hier zu, ich sag mal, einem kleinen Newsflash. Im Titel steht es ja schon, und zwar ein kleines, Kanal-Update. Ich habe nämlich ein kleines Problem. Aktuell, ich fange mal ganz von vorne an. Ganz von vorne heißt im August 2012 mit meinem ersten Video. Ich habe den Kanal damals angefangen und betreibe ihn auch bis heute noch, ehrlich gesagt, so. Aus Spaß an der Freude, Spiele zu spielen, die ich gerne spiele, die ich gerne gespielt habe oder die mich interessieren. Mit Leuten zusammen zu spielen, die ich persönlich toll finde. Seien es die Videos damals mit dem Chaos, den ich bis heute noch vermisse, dass ich mit ihm keine Videos mehr aufnehmen kann. Seien es die Videos mit Reed, seien es die Videos mit Schatzi, okay, das ist eine etwas andere Verbindung jetzt zu Schatzi. Oder seien es die Videos mit Mauzi oder mit all den anderen, mit Basta und mit wem wir noch so alles Videos aufgenommen haben zusammen. Einfach weil ich Spaß mit diesen Menschen hatte. Nico, Speedy sind da auch noch zu nennen. Hose und so weiter, Spice. Aber es hing immer ein Punkt im Hintergrund, den ich nie verheimlicht habe, den ich immer offen gehalten habe, nicht immer offen nach außen getragen habe. Und zwar betrifft die Monetarisierung des ganzen Projektes, also das Finanzieren des ganzen Projektes. Ich habe immer gesagt, das Ganze muss sich rentieren im Sinne von, dass es die Ausgaben deckt. Ausgaben decken bedeutet, dass genug Geld zusammenkommt, um die Spiele zu kaufen. Eventuelle Monatsabos, falls Spiele sowas haben. Und dass genug Geld angespart werden kann, um die Hardware bzw. die Software zu kaufen, die man benötigt. Es ging nicht um die Finanzierung des Internets, es geht nicht um die Finanzierung von der Webseite, obwohl das im Prinzip ja auch mit dazu gehört, aber es ist egal, aber das Geld sollte zumindest reinkommen. Und ich muss sagen, das Geld kam nie rein. Ich glaube, den höchsten Umsatz, den ich mal hatte, waren 20 Euro in einem Monat. Das war der erste Monat, Ende 2012, wo ich die ersten Folgen zu LS13 gemacht habe. Da kam das meiste Geld rein. Dann bin ich ja dem Netzwerk beigetreten. Dann kam zwar regelmäßiger Geld rein, weil YouTube zahlt ja erst ab einer bestimmten Summe aus. Wenn man in einem Netzwerk war damals, hat man jeden Monat sein Geld ausbezahlt bekommen. Da kam auch nicht viel Geld bei raus, aber es reichte halt, wenn man halt, ich sag mal so, um bei Sales Spiele zu kaufen oder wenn man einfach ein bisschen Geld zusammengelegt hat. Ich war ja nicht so, dass ich mir jemand ein neues Spiel kaufen musste, dass man halt dann sich die Highlights der Spiele kaufen konnte, die man wollte. Diese Monetarisierung ist jetzt komplett weggebrochen. Schon vor 2 Jahren, als YouTube ja diese Monetarisierungsänderung machte. Und auch damals schon, als die Monetarisierung noch da war, war die Finanzierung hauptsächlich von dem Geld, was wir im Monat so übrig hatten. Ne, wo Schatz und ich gesagt haben, jetzt kaufen wir uns mal ein Spiel. Dann habe ich mir davon ein Spiel gekauft. Jetzt ist Geld über, jetzt kann ich mir neue Hardware kaufen. Dann habe ich mir neue Hardware gekauft. Schatz hat dabei ist meine alte Hardware übernommen. Nur das Geld geht inzwischen nicht mehr. Das gibt es nicht mehr, dieses Übergeld, sag ich mal. Denn das Geld steckt jetzt in Windeln, in Cremes fürs Kind, Kinderwagen, das Fressen fürs Kind, Spielzeuge und solche Dinge. Quasi das gesamte Geld, was übrig blieb, das, was der Kanal zum Teil gekostet hat, geht jetzt fürs Kind drauf, da gehört es auch hin, da soll es auch sein. Ist auch vollkommen richtig so. Das Problem ist nur, dass ich vor mittlerweile knapp 3 Jahren das Ganze mit dem Kind etwas überschätzt habe. Sagen wir es mal so. Ich habe es mir einfach immer relativ simpel vorgestellt und Schatzi auch. Wir waren vielleicht ein bisschen blauäugig. Wir haben es uns ganz simpel vorgestellt, indem wir gesagt haben, ja gut, tagsüber kümmerst ich mich ums Kind, ich bin ja schließlich zu Hause und ich kann ihn abends gemütlich aufnehmen. Denn am Wochenende kümmert sich Schatzi den ganzen
Samstag komplett ums Kind, weil sie ja in der Woche so wenig Zeit hat, dass sie teilweise, wenn es eine blöde Schicht ist, den Kleinen gar nicht sieht, weil sie im Prinzip nach Hause kommt, ins Bett geht, aufsteht, sich direkt anzieht und wieder zur Arbeit fährt. Dann sieht sie vielleicht den Kleinen, wenn es hochkommt, mal eine Stunde. Sobald dein Kindergarten ist, gar nicht. Wenn man vom Pöppel spricht, kommt er gerade rein. Was los, Spatz? Ja, dann setz dich hin. Nein. Ich mach gleich weiter, einen Moment. So, da bin ich wieder. Ja, also, wie gesagt, wir haben uns das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Wie gesagt, Schatzi auf Arbeit, dass sie halt in der Woche sich vielleicht ein paar Stunden mehr Zeit nimmt fürs Kind, was aber arbeitstechnisch nicht geht. Und samstags sollte denn so sein, dass sie sich denn den ganzen Tag mit dem Kleinen befasst, dass sie auch was von ihm hat und er auch was von ihr. Und ich dadurch denn quasi Zeit frei geschaufelt habe oder hätte, um Sachen aufzunehmen. Ansonsten auch die Abendstunden oder die, ja, ich sag jetzt mal Abendstunden, quasi wenn der Kleine so ab 20 Uhr im Bett liegt, dass ich dann noch was aufnehmen kann, bevor ich dann auch irgendwann ins Bett reinfalle. Ja, der Sonntag war sowieso weg, der war ja noch nie irgendwas, dass ich da irgendwas aufgenommen habe. Selten mal ein Stream. Und das lief auch bis auf die Sache mit dem freien Samstag. Lief die Sache auch relativ gut. Arbeitstechnisch, weil der Kleine immer so im Schnitt gegen 20 Uhr ins Bett ging, bis morgens um 8 Uhr durchgepennt hat. So, ich sag mal, ab dem ersten Jahr, der erste Jahr war ja dann, da hat er meistens noch nachts um 2 noch ein Fläschchen gekriegt und das war es dann aber auch schon. Der war ja sonst, der war ja immer ein recht guter Schläfer, was das angeht. Bei seinen Eltern kein Wunder. Scheint nicht von beide als Kind nicht anders. Das Problem, was jetzt nur aufkommt, ist, dass der Kleine aktuell nicht mehr so gut schläft. Nicht so gut schläft, da heißt nicht, dass er irgendwie ständig wach wird, sondern dass er abends einfach nicht zur Ruhe kommt. Man kann machen, was man möchte. Man kann machen, was man will. Ich stecke ihn um 20 Uhr ins Bett. So wie immer, Zähne putzen, Schlafanzug anziehen. Also der Ritus, sage ich mal, des abends zu Bett gehen, bleibt der gleiche. Aber er will da nicht schlafen. Entweder spielt er noch mit seinen Dinos, die beim Bett liegen, die er sich reingeschleppt hat, ins Schlafzimmer. Oder er schaut sich noch ein Bilderbuch an. Oder spielt mit seinem Nachtlicht. Das ist halt so ein Lightning McQueen, so Cars-Nachtlicht. Wo so kleine Dias oben sind, die er sich dann an die Decke projizieren kann. Und spielt halt damit noch rum. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, der nimmt ihm halt die Sachen weg. Diese Ablenkung vom Schlafen. Klar, kann man machen. Muss dann hast du hier einen knapp Dreijährigen sitzen, der dir das ganze Haus zusammenschreit. Und ich bin ehrlich, ich komme auf das Geschrei von dem Kind nicht klar, von dem Zwerg. Denn das raubt mir ehrlich gesagt den letzten bisschen Nerv. Vielleicht habe ich einen Lagerkoller, ich weiß es nicht. Ich meine, seit 3 Jahren bin ich jetzt 24/7 mit ihm hier aufeinander, unterbrochen vielleicht mal in den Sommerferien von einer Woche, wenn meine Mutter ihn nimmt, was toll ist. Oder wenn Schatzi mal an einem Samstag oder an einem Sonntag mal zu ihrem Papa fährt mit dem Kleinen, muss dann ist sie auch mit ihm ständig zusammen, was ihr auch nicht so gut bekommt, ist mir aufgefallen. Also die zwei alleine für, ich sag mal, länger als 3 Stunden grenzt an einem fast einen Nervenzusammenbruch von meiner Frau. Wieso, weshalb, warum, weiß ich auch nicht. Ist halt so. Muss man mit leben. Und das führt halt dazu, dass ich seit den, ich sag jetzt mal, den letzten 3 Jahren die Mehrheit des Tages 24/7 mit dem Kleinen aufeinander hocke und sobald er lauter als normal ist, geht mir das tierisch auf den Sack. Meine Mama hat irgendwann mal im Scherz gesagt, Eltern, die nicht den Gedanken haben, ihr Kind irgendwann mal gegen die Wand zu klatschen, damit sie endlich ihre Ruhe haben, sind keine gesunden Eltern. Solange wie sie nur die Gedanken haben. Und ich habe das mal für einen Scherz gehalten. Nein, sie hat recht. Man kommt als Eltern irgendwann an den Punkt, wo man sagt, ich würde den Kleinen liebsten in die Wand pfeffern. Nur in Gedanken, nicht ausführend. Und
Das ist halt das Problem, dass ich halt dann abends sage, ja gut, dann soll er sich halt sein Bilderbuch angucken, dann soll er halt mit seinem Nachtlicht spielen, solange wie er ruhig ist. Das Problem ist nur, dass er zwar denn ruhig ist und in seinem Bett liegt, aber nicht im Bett bleibt. Ich habe es gerade erlebt, der kam gerade rein und wir haben 9:30 abends. Und dann kommt er halt rein, dann sagt er mal kurz Papa, macht Schlafzimmertür auf, macht die Wohnzimmertür auf, kommt dann halt rein und setzt sich aufs Sofa. Denn würde am liebsten noch ein bisschen Blippi auf dem Fernseher gucken, was denn nicht mehr ist. Den Fernseher mache ich dann nicht mehr an. Einfach weil Schlafenszeit, da wird er nicht mehr angemacht. Aber der setzt sich halt aufs Sofa und dann sitzt er halt einfach nur auf dem Sofa und ist halt da. Aber ich kann dann nichts aufnehmen. Ich kann nicht aufnehmen mit dem Gedanken im Hintergrund, dass ich ihm um 20 Uhr hingelegt habe. Und ich weiß, innerhalb der nächsten 2, 3 Stunden kommt er irgendwann noch angedackelt. Das funktioniert nicht. Quasi das, was die letzten knapp 3 Jahre funktioniert hat, dass ich abends immer meine 4 Stunden hatte, um was aufzunehmen. Die Zeit ist nicht mehr da. Und ich weiß nicht, ob diese Zeit zurückkommt. Ich sage mal, Stand jetzt, das geht jetzt schon 3 Monate lang so, knapp 4 Monate, wir haben ja schließlich schon März, die Zeit wird wohl nicht zurückkommen. Jedenfalls nicht absehbar. Das heißt für mich, ich habe aktuell gar keine Zeit, die Videos aufzunehmen. Wir sind jetzt 2019 in einem Zeitraum, wo der PC langsam an seine Grenzen kommt. Der ist jetzt 5 Jahre alt, die Hardware. Kommt hin, knappe 5 Jahre. Und die kommt an ihre Grenzen. Ich hatte letztens einen Fehler gehabt, der wahrscheinlich ein Festplattenfehler sein könnte. Das könnte Arbeitsspeicherfehler sein. Es könnte auch mit viel Glück nur ein Treiberfehler sein. Also plötzlich Bluescreen, Rechner fährt runter und das war's. Ich habe es ja getwittert gehabt, die Fehlermeldung. Und es ist das Geld nicht da. Es ist aber auch die Zeit, wo jetzt Spiele rauskommen, die ich wieder interessant finde. Sei es The Division 2. Sei es die noch ominösen Star Wars Singleplayer-Spiele, was dieses Jahr noch kommen soll, angeblich. Was hochinteressant klingt, weil es irgendwie für mich klingt, dass man bisher gelesen und gehört hat, was so in Richtung KOTOR geht. Also dementsprechend ein interessantes Spiel ist. Ja, okay, Rainbow Six ist uninteressant, was Grafik angeht, aber die sagt, die Spiele fressen mittlerweile mehr Grafik. Ich müsste im Prinzip nicht nur die Grafikkarte austauschen, obwohl sie noch funktioniert. Ich müsste theoretisch auch die CPU mal austauschen, die mittlerweile wirklich ihre 5 Jahre erreicht hat. Und das Problem ist, dass ich eine CPU drin habe, dessen Sockel es nicht mehr gibt. Dementsprechend die neue CPU ist mit diesem Sockel nicht kompatibel. Dementsprechend müsste ich das Mainboard austauschen. Ich habe aber DDR3-RAM auf dem Mainboard drauf. DDR3-Mainboards mit dem neuen kompatiblen Sockel der 8. oder 9. Generation CPUs gibt es nicht. Die sind alle DDR4 kompatibel. Dementsprechend muss auch neuer Arbeitsspeicher her. Also neuer Arbeitsspeicher, neue Mainboard, neue CPU. Kühler, Gott sei Dank, geht. Festplatten, so wie es aussieht, mindestens diese C-Platte muss auch rausgeworfen werden und ersetzt werden. Und die Grafikkarte. Jetzt kann man eine 1080 kann ich vergessen, 1080 Ti kann ich vergessen, werden nicht mehr produziert. Restbestände so weit aufverkauft, dass man nicht mehr zu guten Preisen rankommt. Dementsprechend sollte schon mindestens eine 2070 oder 2080 sein. Die kosten aber aktuell doppelt so viel, wie ich Miete bezahle. Dementsprechend, die Kohle fehlt. Die Kohle fehlt für neue Hardware, die Kohle fehlt für neue Software und die Zeit fehlt, um das Ganze überhaupt umzusetzen, um die Spiele dafür zu spielen. Und das führt leider dazu, dass ich jetzt leider, leider, leider kurzum gesagt schweren Herzens sagen muss, ich muss den Kanal hier an dieser Stelle jetzt mindestens pausieren. Und dieses mindestens, sage ich ehrlich gesagt, mit einem tränenden Auge. Denn ich weiß nicht, wie lange das dauert. Denn es ist was, ich sag mal, ein Lichtblick am Horizont. Der Kleine geht ab August im Kindergarten. Aber leider nur für 25 Stunden die Woche. Das heißt, er ist nur von morgens
Oder ich bringe ihn morgens gegen 7:30 in den Kindergarten, dass er so gegen zwischen 7:30 und 8 da ist. Aber er bleibt auch nur bis 12:30 da. Um 12:30 spätestens muss ich ihn abholen. Und dann ist er wieder zu Hause. Und er wird in der Zeit nicht so ausgepowert sein, dass ich sagen kann, juppdi-du, um 20 Uhr geht er ins Bett und pennt durch. Das wird nicht passieren. Dementsprechend habe ich dann zwar die Morgensstunden oder die Vormittagsstunden, sage ich mal, wo man sagen könnte, da kannst du ja was aufnehmen. Aber ich weiß A, nicht, ob die Hardware so lange durchhält, für die Spiele, die ja interessant sind. B, ob überhaupt noch Zuschauer da sind, die sich für den Scheiß interessieren, den ich hier mache. Und C, ob ich diese Stunden nicht lieber damit verbringe, endlich wieder dafür zu sorgen, dass mehr Geld in die Kasse kommt. Denn, seien wir ehrlich, YouTube oder auch Twitch meinetwegen spült kein Geld in die Kasse. Und das Kind wird zwar älter, aber älter heißt nicht, dass es billiger wird. Ja, teurer. Der Kindergartenplatz kostet Geld, der muss bezahlt werden. Mit viel Glück kriegen wir dann im nächsten Jahr einen Vollzeitplatz, also 45 Stunden, dann kostet der noch mehr Geld, weil je mehr Stunden, desto mehr Geld. Denn Mittagessen muss dann bezahlt werden fürs Kind, das kostet nochmal extra. Und das wird alles nicht billiger, das Geld muss irgendwo herkommen. Und aktuell sehe ich es auch so, dass Schatzi eindeutig mit den Arbeitsstunden runterschrauben muss. Denn um es mal klar auszudrücken, Schatzi arbeitet aktuell, und das eigentlich schon seit 11 Jahren, an 7 Tagen in der Woche. Ein Moment, der Kleine ruft wieder. So, da sind wir wieder. Unterbrechung Nummer 2. Wo war ich? Ach ja, 7 Tage die Woche. Ja, genau. Schatzi arbeitet an 7 Tagen die Woche. Falls jemand sagt, das geht nicht, das ist doch gar nicht erlaubt. Doch, über Umwege. Und die nutzt der Arbeitgeber aus. Schatzis erster Arbeitstag in der Woche ist sonntags. Da beginnt sie zwischen 14 und 19 Uhr, je nachdem, wie sie diensttechnisch, positionstechnisch eingeteilt ist. Und arbeitet dann so bestimmt zwischen bis 22, bis 23 oder 24 Uhr am Sonntag. Dann kommt sie nach Hause, ist meistens vor 1 nicht da, legt sich ins Bettchen, steht dann meistens so um 10 auf oder zwischen 9 und 10. Und dann hat sie, wenn sie einen richtigen Scheiß-Arbeitstag hat, oder ganze Arbeitswoche besser gesagt, fängt sie am Montag um 17 Uhr an und hört dann am Dienstag früh um 3 auf, dann kommt sie um 4 zu Hause, legt sich wieder hin und fängt Dienstag wieder um 17 Uhr an, arbeitet bis Mittwoch dann um 3 Uhr morgens, dann kommt sie nach Hause, arbeitet von Mittwoch 17 Uhr bis Donnerstag 3 Uhr morgens und so weiter und so fort, bis sie dann freitags um 17 Uhr anfängt und bis 3 Uhr morgens arbeitet und dann ist Samstag. Dann liegt sie im Bett und schläft, dann schläft sie aus und am Sonntag geht's wieder los. Effektiv arbeitet sie an 7 Tagen der Woche. Aber da ja nur der Arbeitsbeginn als Arbeitstag zählt, arbeitet sie an 6 Tagen in der Woche durchgehend. Also von Samstag bis Sonntag, bis Samstag, also bis Freitag, wenn man nur die Dienstbeginne zählt. Und wenn man die Dienstenden mit reinzieht, arbeitet sie halt von Samstag bis Sonntag. Oder von Sonntag bis Samstag in dem Falle. Eigentlich sind vertraglich zugesichert, und dafür sind die schönen Streiks am Flughafen immer da, dass sie eigentlich laut Manteltarifvertrag 2 Sonntage im Monat frei hat. Dieser Manteltarifvertrag ist vor den letzten Streiks sogar verhandelt worden. Also nicht die, die jetzt waren dieses Jahr, sondern die, die 3 Jahre davor waren. Und in diesen 3 Jahren, wo der war, sind diese nie eingehalten worden, diese Regeln. In diesen 3 Jahren hatte Schatzi, wenn es hochkam, ich sage mal, wenn es wirklich hochkam, an 50% der Monate mal 2 Wochenenden frei, wo sie sonntags nicht arbeiten musste, wenn es hochkam. Im Normalfall hat sie einen Sonntag frei. Und da wird ein Bereitschaftssonntag schon mitgerechnet. Also wo sie von 16 bis 18 Uhr mit telefonisch erreichbar sein muss, um rauszurufen. Das gilt dann quasi als Zwangsbereitschaft, aber wenn du nicht angerufen wurdest, ist es ja frei. Ja, nein, ist es nicht. Aber so ist das halt. Und das Geld, was dabei rumkommt, ist ein Witz. Ich sag mal, dafür, dass sie diese Arbeitszeit hat, diese Belastung, und ja, sie arbeitet wirklich dauerhaft nachts in diese Position, werden nur nachts bearbeitet.
Da ist mit Familienleben nicht viel. Und ich habe ja gerade gesagt, für 17 Uhr beginnt, das heißt, sie fährt eine Stunde früher los. Also um 16 Uhr. Wenn der Kleine Vollzeit im Kindergarten ist, dann wird er erst um 16 Uhr abgeholt, dann fährt sie los. In so einer Woche als Beispiel hätte sie nichts von ihrem Kind. Und das ist scheiße. Das belastet diese Frau ungemein. Und das ist halt ein doppelter Stress. Einerseits der Stress, dass sie diese Arbeit hat. Andererseits der Stress, dass sie mit dem Kleinen nicht so ganz klarkommt. Und dann dem Stress, den der auch durch mich kommt, weil ich dann plötzlich hier sitze und abends nicht mal meine Ruhe finde, um zu zocken oder was aufzunehmen, um wenigstens sagen zu können, ja, jetzt ruhe ich mich wenigstens aus, entspanne mich noch ein bisschen. Nee, stattdessen renne ich den ganzen Tag rum, wie Hirscharsch, Mundwinkel auf dem Boden hängen, meine Laune ist im Keller. Bei jedem Gleis ist ein Pieps flippe ich hier fast aus, die der Kleine von sich lässt, und das belastet sie auch noch zusätzlich. Also werde ich sehr wahrscheinlich die Zeit, wenn der Kleine im August im Kindergarten ist, eher damit verbringen, dass mehr Geld in die Familienkasse kommt, dass sie weniger Arbeitsstunden machen muss. Und der Witz ist, weniger Arbeitsstunden, ja, sagen wir mal so, der früher 160 Stunden tariflich sich dazu vereinbart, zu arbeiten im Monat, da hat sie im Schnitt 156 Stunden gearbeitet. Jetzt hat sie den Vertrag gewechselt auf 150 Stunden und arbeitet im Schnitt 160 bis 170 Stunden. Also theoretisch müsste sie quasi ihren Arbeitsvertrag auf, ich sag mal, 120 Stunden runterschrauben, wenn sie überhaupt noch irgendwas vom Kind haben will. Und da muss ich diese Zeit in Anführungsstrichen, die ich mir freischaufeln kann, dadurch, dass der Kleine im Kindergarten ist, eher damit nutzen, dass ich das fehlende Geld in Anführungsstrichen hier reinbekomme. Und wer jetzt damit spielt, ich krieg's ja Unterstützung vom Staat, nein, kriege ich nicht. Denn das Bruttoeinkommen, was Schatzi verdient, inklusive dem Kindergeld, ist so viel Geld, dass sowohl die Wohngeldstellen als auch die Sozialämter, also die, die Hartz IV bezahlen würden, sagen, sie haben zu viel Monatseinkommen, wir kriegen kein Geld. Ich bin seit jetzt 6 Jahren arbeitslos und habe in diesem Zeitraum nicht einen einzigen Cent vom Staat bekommen. Nicht einen. Vorher hat sie als Schatzi zu viel Geld verdient für zwei Personen. Und jetzt mit Kindergeld verdient sie zu viel Geld für drei Personen, dass wir Hartz IV bekommen würden. Dementsprechend, wir leben hier nur von dem Gehalt, was meine Frau erwirtschaftet. Und nur von dem Gehalt, was meine Frau erwirtschaftet, bezahlen wir die Miete, bezahlen wir das Auto, bezahlen wir die Versicherungen, bezahlen wir Handy, bezahlen wir Internet, bezahlen wir Lebensmittel, bezahlen wir die Kosmetika in Anführungsstrichen fürs Kind, also Windeln etc. Und bezahlen den Unterhalt dieses Kanals. Und letzteres, ganz ehrlich, schmeiße ich lieber es weg, also den Unterhalt für den Kanal, als irgendwas anderes. Und das führt mich denn, wie gesagt, zu dieser schweren Entscheidung, sagen zu müssen, bis mindestens August oder mindestens September eher, wird jetzt oder ab heute hier auf dem Kanal nur noch das kommen, was jetzt noch an fertigen Videos auf der Platte rumliegt. Und selbst da hänge ich hinterher mit dem Rendern, weil ich nicht dazu komme. Und bis mindestens September ist pausiert. Mindestens September heißt, entweder kommt im September irgendein Video, und dann werdet ihr sehen, jedenfalls die, die noch da sind, werden sehen, das geht weiter. Es kann aber auch bis 2020 dauern oder bis wir alle tot umfallen, die Pause. Ich kann es nämlich nicht verantworten, dass das Erstellen der Videos hier für den Kanal irgendetwas von der Zeit wegnimmt, die ich lieber dafür nutze, wenn der Kleine gleich wieder schreit, Papa, dass ich zu ihm hingehe, frage, was los ist und ihm eventuell was zu trinken gebe, Licht einschalte oder ihm Buch lese, mit ihm ein Bilderbuch durchblättere. Oder dass dieser Kanal Zeit wegnimmt, wo ich lieber sage, da sorge ich lieber dafür, dass ich etwas mache, wo ich Geld bringe, dass meine Frau weniger arbeitet. Denn dieser Kanal bringt kein Geld. Dieser Kanal bringt nicht so viel Geld ein, dass ich sagen kann, meine Frau kann dadurch weniger Arbeitsstunden machen. Denn dazu müsste der Kanal Minimum 500 bis 600 Euro einbringen. Monatlich. Fix. Also nicht im Durchschnitt aufs Jahr gerechnet, sondern fest müsste dieser Kanal mindestens 500 bis 600 Euro einspielen. Jeden Monat. Denn diese 500 bis 600 Euro jeden Monat würden bedeuten, dass meine Frau
mal eben 30 bis 40 Stunden weniger arbeiten muss und dann 30 bis 40 Stunden mehr Zeit in der Woche für sich hat oder im Monat mehr Zeit für sich hat, mehr Zeit fürs Kind hat, mehr Zeit für uns hat. Denn aktuell leidet sehr, sehr viel daran an dieser Arbeitszeit innerhalb der Beziehung oder innerhalb der Ehe. Es ist kaum Zeit für uns da, es ist kaum Zeit fürs Kind da, aus ihrer Sicht zumindest. Hier ist kaum Zeit, um irgendetwas klar zu regeln. Ich meine, hier ist nicht mehr dafür Zeit da, dass man sagen kann, man macht mal Samstag einen Großeinkauf mit dem Auto. Sie hat den Führerschein, ich habe leider keinen. Und wenn sie so eine dämliche Schicht hat, dass sie mal bis morgens um 6 sogar arbeiten muss, solche Dienste gibt es auch, dann ist die erst um 7 zu Hause. Und da ist das Problem, wenn sie morgens um 7 zu Hause ist, dann braucht sie Ruhe, um zu schlafen. Und das heißt Minimum bis 14, 15, 16 Uhr. Und das ist das Problem, das hier in der kleinen Dreizimmerwohnung zu gewährleisten. Dass da der Raum ist, weil der Kleine kommt dann natürlich irgendwann an und fragt dann die ganze Zeit Mama. Und er will zu Mama. Und dann muss man den Kleinen sagen: Nee, du kannst jetzt nicht zu Mama gehen, weil die muss jetzt schlafen, damit sie nachher wieder zur Arbeit kommen kann. Damit sie ausgepennt ist und nicht irgendeinen Scheiße baut auf Arbeit, weil sie verpennt ist. Und das versucht man Dreijährigen klarzumachen. Und das geht nicht. Quasi der Kanal aktuell belastet mehr, als er tut. Und deswegen, wie gesagt, lange Rede, kurzer Unsinn. Der Kanal wird jetzt Minimum bis September pausiert. Und wenn ihr nichts hört, dann ist es halt so. Also ich bedanke mich für die letzten, boah, bald 7 Jahre, im August wären es 7 Jahre. Es hat mir Spaß gemacht, ich würde es gerne weitermachen, aber solange der Kanal nicht spontan 500 bis 600 € jeden Monat abwirft, läuft es nicht. Also, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Zuhören, und ich sag mal, bis dann, ne? Ciao.